Sagen wir ihm noch mal ganz kurz Bescheid. Hallo, Salu. So, da bin ich wieder, Salu. Oder soll ich besser sagen, Chaka, Salu. Wir haben es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Der neue Häuptling bist von jetzt an du. Das ist gut. Ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Hier, nimm diesen Ring, den du dir als mein Hallmark verdient hast. Chaka-Hallmark, so viel muss sein. So viel Zeit muss sein. Ah. Ich wünsche dir viel Erfolg und ein langes Leben. Ja, so auch das Deine. Hier, nimm das Tek Shabala. Von heute an gehört es dir. Möge dein Voodoo stark sein und deine Kämpfe ruhmreich. Hoshi, der Marakai. So, Tek Shabala haben wir erhalten. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich auf jeden Fall toll an. Tek Shabala, Tek Shabala, Tek Shabala. Wo haben wir es denn? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, benutzbares. Ich mach mal hier alles. Wo ist denn hier Tek Shabala, Tek Shabala? Schmuck des Kriegers, Ritual plus 5. Tek Shabala, Schwarzmagie plus 10, Totengold plus 10, Ritual plus 10. Das ist schon nice für Voodoo, aber leider haben wir da gar kein Interesse dran. So, was ich jetzt mache, ich gehe mal ganz kurz zu Garcia. Garcia. Vorne mal speichern. Na, ihr Halunken? Ich bin gerade beschäftigt. Also hau ab. Natürlich bist du das. Hallo, Garcia. Ich hab dein Spiel durchschaut, Garcia. Ist das so? Verstehe. Kann ich sein Herz haben? Schade. Ich dachte, wir könnten noch Freunde werden. Spar dir dein Gequatsche. Na schön. Dann lass es uns zu Ende bringen. Ich greife ich mir! Huch, ach, ich bin schon tot. Wollte ganz kurz mal was gucken. Das scheint so nicht zu funktionieren. Und vor allem, ich kann Schaden nicht in der Schusslinie lassen. Und die Hütte ist zu beengt. Ich sag jetzt mal, ich petze es jetzt mal dem Häuptling. Vielleicht gibt es dann hier einen Massenkampf. War ja den Versuch wert. Außerdem ist es hier so dunkel die ganze Zeit. Da möchte ich eigentlich fast schon wieder schlafen gehen. Ich glaube, ich mache das mal gerade. Vielleicht ist am nächsten Tag ja besseres Wetter. Dann sieht man zumindest wieder mehr. Das sieht ja immer so trostlos aus, wenn alles so grau ist und regnerisch und dann wieder nachts und bläh. Ich finde es mal schöner, wenn es farbenfroher ist. Und darum. Ach, und es regnet immer noch. Da ist die Sonne, aber das Gewitter scheint nicht abzuziehen. Dann schlafe ich doch nochmal einen Tag. Komm, Charlie, wir gehen wieder schlafen, hm? So, jetzt sind wir. Oh, das haben wir uns mal verdient. Und heute ist auch wieder besseres Wetter, Gott sei Dank. Die Unwetterfront ist vorüber. Und jetzt können wir wieder zurück ins Dorf der Marakai. Ach, sieht doch schon viel besser aus jetzt. Und vor allen Dingen nervt der Regen da nicht so die ganze Zeit. Und jetzt sagen wir mal ganz kurz dem Häuptling Bescheid, mal gucken, was passiert. Da bin ich mal sehr gespannt. Chani, kommst du? Kaono, Miyamotao. So, nochmal speichern. Hallo, Datu. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protektor Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Ja, so viel zum Thema. So viel zum Thema, die werden uns da helfen. Gut. Ich glaube, wir werden uns selbst helfen müssen, aber das wird knifflig. Nun gut, ich bereite mich mental auf einen schwierigen Kampf vor. Hopf.
Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Nochmal speichern. Und jetzt den Verrat aufdecken. Können wir das in der Hütte hier schaffen? Ich hab dein Spiel durchschaut, Garcia. Ist das so? Kann ich sein Herz haben? Natürlich. Schade. Ich dachte, wir könnten noch Freunde werden. Spar dir dein Gequatsche. Na schön. Dann lass es uns zu Ende bringen. Dich greife ich mir! Boah! Der Schwein! Ach, deswegen. Das sollte reichen. Das hat gesessen. Die ballern uns die ganze Zeit weg und die Wilden machen gar nichts. Deswegen. Aber wie soll man die dann besiegen, wenn die ganze Zeit Schusswaffen gebrauchen? Mist. Wir können die auch nicht weglocken. Mist, 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 Mist. Das mit den Schusswaffen ist wirklich ein bisschen doof. Das ist schlimmer als mit den Speeren, weil die können uns ja jederzeit von überall her wegballern. Und zwei von vorne, zwei im Rücken. Drei sogar eigentlich. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen, / wollen. Da wundert mich ja nichts mehr. Und ansonsten haben wir hier leider auch keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. Hm. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Unserem Freund können wir auch nicht Bescheid sagen, ne? Hoshi? Chaka Salu? Ja. Super. Die freuen sich ja mega, sich wiederzusehen. Geh deines Weges, Pirat. Natürlich. Scheiße, wie können wir das denn jetzt deichseln hier? Wir müssten eigentlich aus dem Dorf raus. Weil wir hier echt auf dem Präsentierteller sind. Und abballern können sie uns ja überall, egal wo wir sind. Hm. Ach, wir können inzwischen hier Klingen, können wir wieder hochleveln. Wobei ich jetzt überlege, ob ich nicht Härte hochleveln soll. Was natürlich ja dann doof ist. 4000, wir können es auf 7 bringen, glaube ich. Klingfest, kugelsicher und einschüchtern. Und dann könnten wir Härte noch erlernen, das können wir leveln. Ich weiß leider gar nicht mehr bei wem. Aber dann wird man zumindest mehr einstecken können. Was haben wir denn hier noch? Schmuck des Kriegers, bla bla bla. Trank des Diebes, Wurf von Schienen, Trank des Schützen, Geisternetz, Geistesnetz, Trank des Rituals. Mhm. Trank der Überzeugung, Schwertdorn, permanente Wirkung. Ach komm, wir wollten das ganze Zeug ja noch essen, ne? Wir machen da ja eh kein Zeug mehr draus. So, lecker, lecker, lecker. Haben wir plus 4 auf die ganzen Dinger. Scharfblick, Muskete, das können wir natürlich auch mitnehmen. Nam 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 nam. Heldenkraut. Klingenfest, kugelsicher, einschüchtern. Das wird uns auch gut zu Angesichte stehen. Vor allen Dingen kugelsicher brauchen wir gerade alles, was wir kriegen können. Narrenkappe. Nam 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 nam. Grabwurzel brauchen wir nicht unbedingt. Blutwurzel, Blutregeneration 5. Daraus kann man aber noch ein bisschen was brauen. Das können wir vielleicht auch mal machen. Ich überlege gerade. Ich glaube, das machen wir auch mal. Goldklee, Blutregeneration, Pulvermond, Blutregeneration, schwarze Oleander, Schädelblüte. Würgeranke, das bringt alles nicht so viel. Komm, die Grabwurzel können wir auch gerade nochmal weghoppern. Schaden kann es ja nix. Die Klingen können wir vorher noch machen. Vielleicht kriegen wir da noch mehr Damage. Die Idole verkaufen können wir natürlich auch. So, pass auf. Wir schippern mal ganz kurz. Aus der Notsituation her... Ach Mensch, da kommen wir wieder nicht hin. Ätzend. So, hier müssen wir mal eben
Jetzt fängt es schon wieder an zu pissen. Das kann doch gar nicht sein. Eine Blaukralle. Ach Mensch. Verrottet die dann noch. Da müssen wir lang. So, und dann gleich nach Norden. Chani, bist du dabei? Du bist dabei. Bevor wir da jetzt also gegen Garcia kämpfen, weil vier Mann auf einmal, wie gesagt, normalerweise würde man die wahrscheinlich hinkriegen, aber durch die Schusswaffen sind die halt extrem gefährlich, weil die mega Damage machen und natürlich auch von beiden Seiten attackieren, wenn ja da drei irgendwie mit ihren Knarren reinballern. Kennst du ja. Ja, bist auf der Flucht, hast du drei Kugeln in der Brust, ist man meistens auch schon tot. Ist ein bisschen doof, aber leider nicht anders möglich. Ach, da ist die Hängebrücke. Pass auf, die laufen wir jetzt nochmal schnell ab. Wenn wir schon mal hier sind, laufen wir die Hängebrücke nochmal schnell ab. Aber ich glaube nicht, dass wir besonders viel Neues finden werden. Außer natürlich diese Schädelblüte und da vorne ein paar Äffchen. Ja, ja, Schnauze. Oh, 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 oh. Ach, das ist wohl die Bestie. Ha, ich komme. Na. Damit haben wir den Panther. Und ausgeplünderte Leichen. Hat der Panther das Gold aus den Leichen geholt? Warum hat er die denn nicht gefressen eigentlich? Ach, eine Fackel. Ich dachte gerade, da liegt eine Knarre. Das ist nichts. Hier wachsen noch ein paar Blutwurzeln. Die können wir natürlich noch mitnehmen. Da ist auch noch eine. Schwupp dich. Und hier oben, noch eine Kiste. Und bei Garcia haben wir ja auch noch eine Kiste. Die holen wir uns aber später, sobald wir es schaffen. Kugel, Blutdorn. Was ist denn Blutdorn? Der Dorn einer unbekannten Pflanze. Es tropft Blut herab. Ritual plus 5. Okay. Und ja, wir sind übel riechende Piraten mit einer leisen Ahnung von Voodoo, aber die wird wahrscheinlich nicht vertieft. Und ich glaube, das ist auch der viel spannendere Weg, als einfach sich eine Knarre zu schnappen, alles wegzuballern, aber dann auf die ganzen Körperübernahmen und sowas zu verzichten. Da macht mir das so doch viel mehr Spaß. Vorgeranke. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ach, ich glaube, vorhin waren wir da drüben irgendwo. Und wozu die Hängebrücke jetzt gut ist, das frage ich mich. Die muss ja irgendwo hinführen. Außer natürlich zum nächsten Panther. Zwei! Mann, jetzt reicht's aber. Huch. Ja, Mensch, wie geht's dir denn? Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Ach so, na gut. Naja, dann weiter geht's. Ach, jetzt hat er die Waffe auch noch eingesteckt. Boah, jetzt reicht's aber. Jetzt roll doch mal beiseite. Boah, Alter! So, jetzt komm! So, Schnauze! Manchmal, wenn die im Rage-Mode sind, dann hat man auch kein Licht dagegen, ne? Dann fangen die an,
so auf einen einzuprügeln? Ob es hier irgendwas Spannendes gibt? Ich meine, über die Hängebrücke, da sind jetzt so viele Panther, da frage ich mich natürlich, warum? Was beschützen die hier? Okay, du. Proviant und Jadestein ist ja jetzt nicht so viel. Tja. Naja, haben wir ein bisschen Kräuter gesammelt und ansonsten war es das aber auch mit der Hängebrücke. Hier können wir noch eine Maki-Beere mitnehmen. Aber so generell wieder so ein Gebiet, was sich nicht wirklich gelohnt hat. Schön, dass es da ist, aber... Bisschen Pulvermohn mitnehmen, können wir später noch Drogen draus machen und nach Kolumbien verschiffen. Als echter Pirat ist man sich für nichts zu schade. Okay, war jetzt also vollkommen unsinnig eigentlich, dass wir da langgelaufen sind, aber immerhin haben wir ein bisschen Ruhmpunkte eingeheimst. Und von denen brauchen wir ja so viele wie möglich auf Dauer. Wissen wir doch. So, da geht's noch irgendwo nach oben. Das checken wir natürlich auch gleich mal. Vielleicht kriegen wir wieder 50 Gold und ein Säcklein mit nichts. Das wäre natürlich ein Traum. Hüpza! Und hoppala. Und dann hier rüber und dann ebenfalls wieder. Yesas. Und dann schließlich hier hoch. Da sehe ich schon wieder einen Pulvermond oder sowas. Ach, ein Schafblick. Ach, sieh an. Den können wir tatsächlich brauchen und hier geht es auch nochmal hoch. Frag ich mich natürlich, hier geht's wieder hoch, wohin wir hier letzten Endes kommen werden. Eine Truhe. Mit einem Skelett natürlich. Eine Kiste, keine Truhe. Fackel, Trank des Rituals und 11 Gold. Wow! Oh, Mensch! Hui. Da gehen wir heute richtig schlemmen von den 11 Gold. Jetzt können wir uns ja alles leisten im Spiel. Naja. Man soll ja auch dankbar sein für die kleinen Sachen im Leben. That's what she said. Aber das hat sich ja jetzt wirklich gar nicht gelohnt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier runterkommen, weil für die 11 Gold sterben wäre schon doof. So, wupp dich, schwupp dich und da sind wir wieder. Auf dem Boden der Tatsachen zurück. Die Tempel müssen wir jetzt noch ausräubern, komplett, damit wir die goldenen Idole kriegen. Hätten wir eigentlich den Ruhm für die Maske gebraucht, aber ich glaube, dafür haben wir den Ruhm von den ganzen Viechern, die wir umgebolzt haben, bekommen. Das ist dann auch schon okay. Da kommt man nicht rein, es sei denn mit Kanonen. Und hier gibt es wahrscheinlich nichts Neues, vermute ich mal. Hallo? Wir halten hier die Stelle. Natürlich. Weiter so, guter Mann. Da hinten ist das noch ein Tempel? Können wir nachher mal checken. Jetzt will ich erstmal ganz kurz... Härte und so weiter. Ich muss mal gucken. Da liegt ja schon... Ach, das ist das Schiff der Inquisition, was auf Grund gelaufen ist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich weiß nämlich nicht genau, wo das war. Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua verkauft. Das Passwort für den Eingang lautet, Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen.
Naja, dann würde ich sagen... Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain.